Eilig. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Oxenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Reden wir über die Belohnung. Bewähre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die Redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Na schön, das kann ich reinen Gewissens zahlen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss, unsere provisorische Leichenhalle. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Oxenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Wichte gesehen, die aus Wählen. Hallo, Kamerad, sei gegrüßt! Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Darf ich mich mal umsehen? Bis dann. Oh? Spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Ja, mach ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder 5, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber Ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Ich könnte eine schnelle Nummer machen. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh Schreck, bist du penetrant. Hier... Der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Vernehrung. Ich hasse Arbeit. Und darum es regnet sich ein Armband, ziemlich abgetragen, Silber unter der Vergoldung, zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakhan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Was für ein Wolkenbruch! Ich erinnere mich an dich. Was darf sein? Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Ich kannte ein Mädchen, oh höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakhan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rüpelei, diese Jugend von heute. Ja doch, schon gut, meine Güte. Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Oh, Scheiße. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Hier drüben. So helft mir doch. Wo ist der verdammte Katakhan? Ich kann ihn hören. Wo ist er lang? Ich kann ihn hören. Er geht zur Hütte am Fluss. Solange du noch... Redanien. Hm? Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakhan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakhan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast ihr den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Deinesgleichen steckt einen an, mit Miesmacherei und Fahnenflucht. 2 Augenblicke davor. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Das ist ja seltsam. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Ich muss sie wohl suchen. Das wird Zeit und Geld kosten. Solange es nicht zu teuer wird. Ich kann noch ein paar Kronen drauflegen. Zum Besten unserer Jungs. Sei's drum, abgemacht. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber, dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Du warst dort, in Bergfried, als die Wehrbären angriffen? Los! Das Lager der Bergleute. Hier könnte ich Hinweise finden. Fußabdrücke. Menschlich. Sie sind auf eine große Ader gestoßen, aber etwas lief schief. Na komm schon! Wunden von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt, Das war etwas anderes, was Großes. Tot. Einfach tot. Viele Blutergüsse und Abschürfungen, gebrochene Knochen. Zertrümmerte Knochen, Menschenknochen. Ein Felstroll, sieht ganz so aus. Eine Silberader. Deshalb sind sie hier. Deshalb sind sie gestorben. Aufhören! Ich will reden. Warte, ich will reden. Dich Wummerwum wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie in Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer. Aber sie Wummerwum Trollfelsen. Also Troll auch Wumm. Soweit ich dich verstehe, haben sie Streit gesucht. Ich lasse es durchgehen, diesmal. Aber wenn du andere Menschen tötest, komme ich wieder und schlag dir den Kopf ab. Verstanden? Nein. Worte so, Worte viel. Kopfschmerzen. Ich versuch's nochmal. Du, Männer, nochmal Wummerwum. Ich dich, Schnipper, Schnapper, Schnupp. Ah! Nicht mehr Trollwurm. Und man das nehmen, weil man gut und nicht schnipp-a-schnapp. Komm schon, Plätze! Meine Stiefel sind durchnässt. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Sei gegrüßt, Hexer. Die Bergleute sind tot. Wusste denn niemand, dass dort ein Troll lebt? Wir haben schon davon gehört, aber... Aber die Gier hat über die Vernunft gesiegt. Du hast kein Recht, uns zu verurteilen. Was ist mit dem Troll? Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Das solltet ihr auch. Bist du plötzlich zu feige? Was für ein Monsterjäger willst du denn sein? Verschwinde! Das ist ja seltsam. Schneller! Den Eisriesen selbst getötet. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Reden wir über die Belohnung. Die Belohnung für diesen Drachen entspricht dem, was ich sonst für einen Necker bekomme. Du willst ein paar Kronen zu viel, Meister. Das ist viel, aber ein Drache ist auch viel. Na gut, angenommen. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Ha! Ein Hexer! Freya sei gelobt! Hexer, Hilfe! Schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ein Nest, wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Heldal wacht über den Plan. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf. Ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Hü, Schaf. Lauf schon, hopp, hopp. Für eine gute Sache gestorben, Schaf. Ruhe in Frieden. Vielleicht will er auf einem Schiff anheuern. Ha, ein Hexer! Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt oder Gift? Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Entschuldigung. Ein Hexer. Freya sei gelobt. Hexer, Hilfe. Los, lauf! Laufplätze! Langsamer! Ha! Ein Hexer! Freya sei gelobt! Hexer, Hilfe! Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzten wir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Faröer, strunzdoof. Also gut, worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fürstal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckucks, kein Zweifel. Was? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Ja genau, Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Du hast deine Ladung verloren, also weiß ich nicht, wie du mich bezahlen willst. Und ich arbeite nicht kostenlos. Ich hab noch was auf der hohen Kante. Bestimmt werden wir uns einig. Wie viel nimmst du denn? Ein gerechter Preis. Also? Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Das tut schrecklich weh. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Heya! Ich hoffe, dass wir heute nicht helfen werden und ich nur noch beten kann. Der Wagen. Ich muss mich umsehen. Das ist wohl der Kollege des Faröers. Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken, aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Das war knapp. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Die Furche ist noch frisch. Der Felsen muss hier durchgerollt sein. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. Neckerspuren. Ganz klar. Was geht hier vor? eine Neckarpfote, ausgehöhlt wie ein Stiefel. Jemand hat ihn beim Rennen verloren. Die Sache wird interessanter. Neckarpfoten und ein Menschenfuß. Klein von einem Kind, eindeutig rennend. Hier endet die Spur. Ha, wer würde an so einem Ort Bilder aufhängen? Sieht aus wie von einem Kind oder von jemandem, der eine fürchterliche Klaue hat. Hm, 2 Stöcke über den Schultern. Das soll wohl ich sein. Ist das ein Wagen? Und hier hätte mich fast der Felsen zerschmettert. Neckarspuren beim Felsen. Jetzt weiß ich, wo die herkamen. Muss nur noch rausfinden, wer sie hinterlassen hat. Diese Kugeln auf Stöcken sind Endriagas. Die sollten mir wohl das Licht ausblasen. Insgesamt schon ein ordentlicher Plan. Das dürfte der Treffpunkt sein. Hm. Dieser ganze Überfall war wohl eine Gemeinschaftsarbeit. Wird Zeit, dass ich die Witzbolde treffe. Ein Necker. Von irgendwas Riesigem zerrissen. Dann hat ihm jemand die Beine abgeschnitten. Laufplätze! Los, los! Hier muss es sein. Ihr könnt rauskommen. Ich habe euren Plan gesehen. Außerdem kann ich euch hören. Einer von euch pfeift wie ein kaputter Blasebalg. Ein anderer hechelt panisch wie ein Reh in der Falle. Und der dritte braucht was für den Hals. Ich empfehle Thymian. Würde mir mal jemand erklären, was hier los ist? Du bist da und wir sind hier. Das ist los. Diese Situation kann ich rasch beheben. Kein Hexenbrei, Schleck. Oder Polly macht aus Hexerling Hexermus. Genau. Wir haben dich gefangen. Du bist unserer Gnade ausgeliefert. Und wir sind gar nicht gnädig. Ach, wirklich? Ich könnte mich einfach umdrehen und... Polly sagt... Hexer hält die Klappe oder Polly macht Mus. Da frage ich mich, warum er noch kein Mus ist. Ihr solltet ihn umbringen. Was? Davon war nie die Rede. Überhaupt nicht. Wir sollten ihn nur erschrecken. Wir grässliche Hexer gruseln. Fasst uns nicht an. Ich glaube, das habt ihr missverstanden. Er ist ein Mörder. Wie alle Hexer. Wie der, der meine Adalia umgebracht hat. Tut mir ja leid wegen deiner Freundin. Uns allen. Aber dieser Hexer hat sie nicht umgebracht. Wir können ihn ja nicht für die Verbrechen eines anderen bestrafen. Der hier hat selbst genug verbrochen. Angeblich hat er in Toussaint einen Korret getötet. Aber einen goldenen Drachen hat er verschont. So. Und Verena? Die Bruxa mit der Vorliebe für blaue Rosen aus Nazaire? Die hat er nicht verschont. Verena hat diverse Unschuldige getötet. Ich musste was tun. Ich habe auch schon vielen Monstern geholfen. Ach, welchen denn? Salma, der Succubus in Novigrad. Ich habe sie gehen lassen, obwohl ich wusste, dass sie Wachen getötet hatte. Du meinst, selbst wenn ein Monster wen umgebracht hat, tust du ihm nichts? Wenn's gute Gründe gab? Ja, kann vorkommen. Mach dich nicht lächerlich. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich habe den Troll Wummerwum verschont, obwohl ich wusste, dass er Bergleute getötet hatte. Wummerwum? Poldikent! Lecker Elfensuppe und leckere Schwestern. Siehst du? Er ist gar nicht so verkehrt. Lassen wir ihn ziehen. Ziehen lassen? Jetzt? Damit er uns verfolgen und schlachten kann? Ich tue euch nichts. Ich töte keine vernunftbegabten Wesen. Lügner! Alle Hexer sind Mörder. Ich töte Monster, das stimmt. Das ist mein Beruf. Aber nur, wenn sie Menschen bedrohen. Du hasst uns! Doch alle! Menschen hassen euch alle, weil sie euch nicht kennen. Sie wissen nicht, wer von euch gefährlich ist und wer nur in Frieden leben will. Zwischen euch und den Menschen stehen nur wir Hexer. Wir kennen und schützen beide Welten. Wir töten die gefährlichen Monster, damit die Vernunftbegabten leben können. Das sagst du jetzt! Weil du Angst hast. Du weißt, dass wir stärker sind. Seid ihr nicht. Ich hätte euch jederzeit töten können. Ich glaube ihm. Lassen wir ihn in Ruhe. Ich bin auch dafür. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Hexerling gehen lassen. Ha! Trottel. Naiv wie Frischlinge. Ein gerechter Hexer. Ein freundlicher Hexer! Ein Lügner! Er tut nur so! Alle Menschen lügen! Lass es gut sein. Das führt zu nichts. Und Adalia bringt es dir auch nicht wieder. Ha! Zurückbleiben! Das mache ich alleine! Oh. bist du hässlich. Du hattest recht. Monster sind wie Menschen. Manche sind gut, manche böse, manche einfach verloren. Eine Schande ist das. Er war mal anders. Wir hätten uns nie darauf einlassen sollen. Hier, von uns. Damit du nicht vergisst, dass nicht alle Monster gefährlich sind. Danke. Schneller! Bist du Oten? Ja, bist du wegen meines Sohnes hier? Reden wir erst über meine Belohnung. So viel? Ich werde mir was leihen müssen, aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Es lief von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faröer aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich habe gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe, fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders, aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Ich habe schon bei schlimmerem Wetter gekämpft. Biss- und Klauenspuren am ganzen Körper. Aber das sind Fressspuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Ein Bies. Er ist in seinen Bau geflüchtet, um seine Wunden zu lecken. Ich muss ihn aufspüren. Nur die Eingeweide wurden gefressen. Wählerisch. Hier ist kein Olwe. Vielleicht hat ihn der Bies weggeschleift. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Diesmal entkommt er mir nicht. Gelbe Tunika. Das muss Olwe sein. Ich habe die Jungs gerecht. Wenigstens das konnte ich tun. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Faröer hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Wir sind dir sehr dankbar.